Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten in die Runde. Der kam unerwartet. Herzlich willkommen zum Torkanade Talk, powered by Lung Group. Ja, ich glaube, Dietmar Pfeiffer hat Humor bewiesen am gestrigen Sonntag und hat mit seiner Frohe Weihnachten an euch alle Mail bewiesen, dass der Weihnachtsmann vielleicht doch ein Osterhase ist? Oder ja, wie kann man das interpretieren? Ja, also schon. Also ich habe beim TSV Bachheim gelesen auf der Facebook-Seite, das Spiel heute fällt leider aus, die Jungs sind zum Regenerieren Snowboarden auf der Wasserkuppe. Ja, so, kann man verstehen. Ja, der Wintereinbruch hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht am gestrigen Tag, deswegen haben wir nicht so viel zu besprechen, was den Fußball anbelangt, aber keine Sorge, wir werden trotzdem wieder ordentlich Zeit in Anspruch nehmen, um alles zu besprechen, denn so ein bisschen Fußball gespielt werden konnte ja doch am Sonntag, das hat der SV Steinbach bewiesen, in der Hessenliga gegen Bayern Alsnau alles dafür getan, dass der Platz freigeschaufelt wurde, als mir Tore Hütsch, der Steinbach-Spieler, schon am Sonntagmorgen um 9 Uhr gesagt hat, ja, wir wollen alles dafür tun zu spielen, dachte ich schon, ja, okay, dann versucht mal, aber sie haben es geschafft und ich glaube, Tobi, du bist auch richtig froh, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall. Also Tore hatte, glaube ich, keine Schneeschaufel in der Hand, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber überragend. Also erstmal mussten einen Hut davor ziehen, dass sie das wieder auf die Beine gestellt bekommen haben. Ich meine, Steinbach, das ja, hat ja schon irgendwie Tradition, dass dann sich dann irgendwie das Dorf trifft, um den Platz freizuräumen, oder? Ja, vielleicht ist es ja auch so ein Zusammenkommen. So, und das schweißt ja auch Dörfer dann zusammen. Ich fand das so schön, der Ralf hat das ja alles mal aufgezeichnet im Video und auch wirklich ein super Video geworden. Also wer das nicht gesehen hat, der muss das nachholen. Und der hat das ja so schön formuliert, nach der Kirche haben wir uns getroffen. So, also das ist dann Dorf, wo man sonntags dann noch in die Kirche geht und dann geht man zusammen ein bisschen Schnee schieben und dann geht man vielleicht noch zum Sängerverein, weil der irgendwie zum Mittagessen eingeladen hat und dann geht zusammen auf den Sportplatz. Das passt dann schon zu diesem Dorf Steinbach und ja, ein Dorf, ein Verein oder so, irgendwie so das Motto passt schon. Ja, nicht gepasst hat das Ergebnis, Alsnau hat trotzdem gewonnen. Ich dachte ja, dass diese Platzverhältnisse dem SVS vielleicht sogar entgegenkommen können, aber war ja, am Ende nicht so. Weiß ich nicht, also erstmal muss man sagen, dass der Platz total gut bespielbar war. Die Spieler haben auch selber danach gesagt, sie haben in dieser Saison schon auf schlechteren Plätzen gespielt. Also spricht dann auch nicht für die Qualität eines manchen Sportplatzes vielleicht. Ja, also ich habe auch mit Alsnau vorm Spiel gesagt, ja, so in Marburg, der Platz war schlechter. Mhm. So, also das ist einfach so. Ja, und also du hast auch gesehen, der Ball ist komplett normal gelaufen. Ja. Er hatte Tempo, weil natürlich der Platz nass war, aber das hat ihm Spiel unglaublich gut getan. Also ja, es gab keine einzige langweilige Phase, wo du mal gedacht hast, jetzt kann ich mich mal mit meinem Sitznachbarn unterhalten. Es hat einfach nur Spaß gemacht. 90 Minuten, es ging immer nach vorne. Es ging 4-2 aus. Es hätte auch 4-6 ausgehen können, sage ich jetzt einfach mal. Also 5-5? So, ja, oder also 5-5. Für mich hatte das gestern so einen unentschieden Charakter, das Spiel. Irgendwie schon. So ein 5-5. Und ich hielt es dann auch trotz des 4-2 noch für möglich, dass es vielleicht nochmal in diese Richtung geht. Ja, aber dann müssen sie ihre Chancen nutzen. Absolut. Steinbach, und da waren genug da tatsächlich, war ein bisschen Pech dabei. Andererseits, Alsnau hat in den letzten Wochen bewiesen, dass sie einfach unfassbar gut sind. Vorher Türkgücü 3-0 geschlagen. Ja. Aber die haben sich auch vorher reingestellt. Ich habe dann mit Marcel Wilke, mit dem Kapitän, gesprochen. Der hat gesagt, also ich habe in die Mannschaftsgruppe heute Morgen den Screenshot von eurem Text reingestellt. Mit dem, ist ja das Hünfelder Bild drin gewesen mit dem Schnee und hat einfach nur dazu geschrieben, Jungs, ihr wisst, was euch heute blüht. Also die waren dann vom Kopf her da. Klar, du musst dann die Gegebenheiten erstmal annehmen. Ich glaube, als Alsnau, wenn du dann hier nach Osthessen fährst und aufs Dorf fährst, ist vielleicht auch nicht ein bisschen ungewohnt, aber sie haben das total top gemacht. Und wenn du dann siehst, ich habe endlich mal die Ehre gehabt, 90 Minuten hinter Angelo Balletta zu stehen, wie der diese 90 Minuten mitfiebert, das ist Wahnsinn. Also da hörst du erstmal diese Worte, die er wählt und wie er seine Mannschaft pusht und wie er jede Aktion mitfühlt, also überragend. Peter Bajatka natürlich genauso. Also das wollen wir jetzt hier nicht unter den Tisch kehren. Der zieht da genauso mit, aber es war mal schön zu sehen, wie ein Angelo Balletta ein Spiel lebt. Der Abschiedskampf wird richtig spannend jetzt. Drei Mannschaften punktgleich, genau in diesem Feld zwischen Klassenerhalt und direkter Abstieg, irgendwas dazwischen. Mit Griesheim, Erlensee, Steinbach total schwer zu prognostizieren, finde ich. Deswegen habe ich mir einfach die Expertise mal selber geholt am Samstag und mit Jochen Breideband, dem Erlensee-Trainer, gesprochen.
ich habe ihn dann auch ernsthaft gefragt, ja, wollt ihr denn überhaupt in der Hessenliga bleiben? Weil ich glaube, 10 Abgänge stehen jetzt schon fest. Allein 8 Spieler gehen in die Kreisoberliga, wo man sich ja schon fragt, wo geht die Reise hin? Und er sagt, ja, es gibt auch schon Spieler, die wir eingetütet haben und natürlich auch Zusagen, die so ein bisschen an die Liga, Hessenliga gekoppelt sind. Also Erlensee möchte drin bleiben. Was denkst du, Johannes, wen wird es am Ende erwischen? Schwer, ne? Trend is your friend und das spricht dann eher für Steinbach, weil sie wenig Spiele verloren haben dieses Jahr auch und auch die Formkurve stimmt. Deswegen sage ich, Steinbach wird Viertletzter und ob dann Kriesheim oder Erlensee Vorletzter und Drittletzter wird, weiß ich nicht. Und vielleicht kommt ja die Kirchen auch nochmal ran, das sind 5 Punkte und vielleicht überholen die noch ein oder zwei Vereine. Wer weiß. Also auch das halte ich für nicht ausgeschlossen. Schon eher unwahrscheinlich. Aber warte mal ein Wochenende ab. So, Steinbach hat jetzt ein schweres Spiel in Walldorf, wo es auf Kunstrasen geht und immer extrem schnelle Spiele erwartet wird. Ja, Fünfeld könnte Steinbach helfen gegen Erlensee. Ja, aber auch das ist ja nicht irgendwie verbrieft, weil Erlensee zu Hause eben auch Mannschaften ärgern kann. Aber ja, also es könnte ganz schnell so sein, dass es vielleicht noch 2 Punkte zwischen den 4 Mannschaften sind. Und dann will ich mal sehen. Da geht das Palace war schon richtig los. Ja, hängt natürlich auch von der Regionalliga ab, was dann am Ende wirklich runter muss. Und Stichwort Regionalliga, da hatten wir am Samstag die Ehre, Tobi, dass wir im Stadion mal wieder eine gute Leistung der SG Barockstadt gesehen haben. Vielleicht sogar eine sehr, sehr gute. 1-0 gegen Aufstiegsaspirant TSG Hoffenheim 2 gewonnen und im Nachhinein fand ich ganz interessant, kam so ein bisschen das Thema auf, ja, wie attraktiv ist es denn jetzt eigentlich, gegen so eine Mannschaft zu spielen? Ich persönlich fand es in der Vorbereitung total spannend, wenn du dann siehst, so ein Tom Bischoff, der jetzt schon mit 18 Jahren 23 Bundesligaspiele hat, kommt dann die Johannesau gefahren. Also ich finde es eher eine Bereicherung, so eine Mannschaft für die Liga wie Hoffenheim 2. Wie siehst du das? Es sind natürlich spielerisch ganz andere Mannschaften. Also wir haben ja in der ersten Regionalliga-Saison von Barockstadt immer so ein bisschen davon gesprochen, dass sie von einem anderen Spielstil haben als diese ganzen, als viele andere Mannschaften. Sie sind sehr übers Körperliche gekommen, viele Standardsituationen, was dieses Jahr überhaupt irgendwie gar nicht zum Tragen kommt, übrigens. Und dann sind diese Bundesliga-Nachwuchsteams, die sind halt ein anderes Level spielerisch. Mittlerweile hat sich da Barockstadt total nicht ganz an das Level angepasst, aber hat einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Aber ich sehe das ja auch immer gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute, es kamen einige Leute in den Presseraum und haben gefragt, wer ist denn eigentlich dieser Bischof, welche Nummer hat denn der? Also das spricht ja auch dafür, okay, anscheinend kommen da Leute hin, um zu sehen, wer ist denn dieser 23-fache Bundesligaspieler, der einen Marktwert von 3,5 Millionen hat. Ja, aber da kommt dann vielleicht 2 neutrale Fans wegen dem. Ich glaube, LSV Frankfurt gestern, die haben sich die Hände gerieben. Da kamen irgendwie wahrscheinlich 2.500 Stuttgarter mitgefahren und die Spiel um Aufstieg und Hoffenheim 2 Spiel um Aufstieg. Ich habe Bilder vom Gästeblock gesehen, der war auch pickepacke leer. Also da war ja niemand. Und dann ist das schon auch eine finanzielle Geschichte. Und natürlich, umso mehr Mannschaften in der Liga sind, U23-Mannschaften, umso weniger Einnahmen habe ich ganz einfach. Und es ist immer noch ein Unterschied, Eintracht Frankfurt, das zieht aktuell, aber da ist auch die Frage, wie lange das zieht. Ich weiß nicht, das könnte sich auch irgendwann auslutschen, aber Stuttgart 2 oder Hoffenheim 2, oder da sind ja keine Zuschauer. Ich glaube, Hoffenheim 2, Zuschauerschnitt letzter. Mhm. Obwohl sie schon gegen die Stuttgarter Kicker spielen durften und da 3.000 mit waren oder so. Da bin ich der Meinung, raus aus der Liga, ähnlich wie es Martin Geisendörfer heute auch bei uns in einem Bericht gesagt hat, raus aus der Liga, eigene Ligen gründen, im Jugendbereich machen wir es. Da sind wir ja jetzt so weit, dass sie für sich spielen wollen und da darf dann Barockstadt nicht mitspielen. So, auch wenn sie das Leistungsniveau vielleicht hätten, aber in der Jugend dürfen sie nicht mitspielen. Und ich finde, zumindest im ersten Schritt, ja. Also ja, wenn sie sich dann sportlich qualifizieren, ja, für die Rückrunde schon, aber sehr unwahrscheinlich. Genau, ja. So. Also, und da sag ich, dann macht es doch dort auch. Warum denn dann den Unterschied zwischen U19 und U21? Das verstehe ich dann nicht. Also kann ich nicht nachvollziehen, können sich auf gleichem Niveau messen und alle in einen Pott geworfen, erste, zweite Liga. Und dann gucken wir mal. Und Reserven von der dritten Liga dürfen ja sowieso keine Regionalliga spielen, laut DFB-Statuten. Von daher, erste und zweite Liga, die kannst du outsourcen und ansonsten sortierst du sie halt wieder ein. Weil mit diesem Einsortieren, das ist ja auch kein Problem, das lernen wir ja jetzt. Und dann die Regionalligen minimieren auf 4 quasi.
Zum Beispiel, das könnte man schon überlegen, ne? Also, weil du würdest ja auch automatisch die Einnahmen irgendwie wieder ein Stück weit erhöhen und den Etat erhöhen und würdest es ja, sportlich wertiger machen. Du hättest dann vielleicht mit 4 Regionalligen nicht mehr dieses Dauerproblem, dass du nicht alle aufsteigen lassen kannst in die dritte Liga. Aber auf mich hört keiner. Aber lieber DFB, wir waren ja eben schon bei Jochen Breitband, Ja. schöne Grüße. Nein, aber der hat natürlich nichts mit zu tun. Aber dennoch kann man ja, ist das auch eine Idee. Ich glaube, die schon der Stein ist ja angestoßen mit U19, U17, U15. Definitiv. Warum dann nicht auch U21? So, in England wird so gemacht. Ich glaube, die profitieren davon. Ist ja, wir haben uns ja in den letzten Jahren auch immer mal nach England ausgerichtet in der Denke, weil die einfach eine viel, viel bessere Nachwuchsarbeit mal ein paar Jahre jetzt hatten und viel mehr nach oben gespielt Ja, haben. bessere Durchlässigkeit auf jeden Fall. Genau. Ja. Und obwohl das die Milliardenliga ist, und vielleicht sollte man sich da vielleicht ein bisschen orientieren. Wie findet man jetzt den Übergang von Milliardenliga zur Verbandsliga? Viele Tore. Ja, weiß ich nicht. Ich habe gestern einen guten Kommentar gehört. Ich weiß nicht, war glaube ich beim El Clasico oder so, dass es am Ende ja völlig egal ist, wie viel Geld in diesem Geschäft ist, weil die Emotionen, für die sorgen ja immer noch die Fans, ganz egal, wie viel Geld da am Platz rum und die Spieler, die es im Endeffekt ermöglichen. Und in dem Moment ja nie wegen des Geldes, sondern immer wegen des Spiels. So, und deswegen ist das vielleicht die Überleitung zwischen Ja, zumindest kann ich dann auf so einen Typen Premier wie League. Romeo Andrijašević, dem Eichenzell-Trainer, überleiten, der ja, ich glaube, einen Weg gegangen ist, den man in der Bundesliga oder in der Milliardenliga eher weniger sehen würde, nach einer 1-7-Klatsche sich vor seine Mannschaft zu stellen oder auch öffentlich zu sagen, ich nehme den kompletten Ballast von der Truppe und sage, diese Niederlage ist aufgrund einer von mir falsch gewählten Formation voll auf mich gegangen. Sicherlich auch was, was nicht alltäglich ist, Da. Johannes. Ne? Ja, naja, es ist ja auch eine kritische Situation für Eichenzell aktuell. Man muss schon ein bisschen aufpassen, dass dann nicht irgendwie noch Dörnberg, ich glaube Willingen jetzt nicht mehr unbedingt, aber Dörnberg nicht noch ranraubt. Dörnberg spielt am Wochenende gegen Sand. Sand, Hut ab. Erster Saisonsieg. Erster Saisonsieg sportlich, muss man auch wirklich dann immer dran zu glauben und immer noch dabei zu sein. Und ja, jetzt gegen Dörnberg. Aber es ist ja eine sportlich schwierige Situation. Der Kader ist auch schwierig, weil vielleicht auch in der Zusammensetzung nicht ganz ideal, um dann tatsächlich diesen sportlichen Erfolg zu haben, den man sich sicherlich auch in anderen Dimensionen erwünscht hatte. Ganz am Anfang ja schon gewarnt, hey, mit oben haben wir nichts zu tun. Wir erinnern uns alle an Alderfeld gegen Eichenzell, erster Spieltag. Ja. Und aber trotzdem müssen Sie jetzt aufpassen. Und dann finde ich es sehr, sehr stark von Romeo Andrijašević, dass er sagt, ey, nicht an die Spieler, ich bin schuld. So, oder gestern ein Keller sagt, nicht die Kölner Spieler, ich bin schuld. Ich habe die Scheiße zusammengestellt. So, die Spieler können ja nichts dafür. Finde ich sehr interessant. Und man hat ja auch vor dem Spiel gegen Barcelona gesehen, wie man auch anders damit umgehen kann. Ich meine, Lars Schmidt, du hast die Vorschau geschrieben, hatte quasi gesagt, ja, so ein bisschen Einstellung meiner Mannschaft muss ich schon hinterfragen, wenn ich ein Training absagen muss als Aufstiegskandidat. Ne? Also da sieht man ja auch, wie einfach unterschiedlich das gehandhabt werden Ja, kann. gut, wir hatten da ein bisschen mit den Kollegen von den Kinzigtal-Nachrichten zu tun. Anscheinend, Lars Schmidt hat es dann heute so ein bisschen relativiert. Also, er hat irgendwie die Spieler nicht nach Bad Soden bestellt, sondern er hat sie 45 Minuten privat laufen lassen, weil er gesagt hat: Ich brauche für keinen Lauf, brauche ich die Mannschaft zusammentrommeln. Aber keine Ahnung, ob da was falsch verstanden wurde von dem Kollegen, aber es geht ja auch so. Ne? Also, wenn das die Reaktion darauf ist, dass du vielleicht mal ein bisschen öffentlich an einem anderen Licht dastehst, dann, ich glaube, Lars Schmidt wird jetzt wahrscheinlich jede Woche sagen, dann machen wir halt eigene Läufe, Ja. wenn das so läuft. Nach einem Ja, aber 7-1-Sieg. schon gleiche Liga, andere Welt ein Stück weit. Das sind natürlich auch andere Möglichkeiten und du hast auch einfach, ich glaube, in der Verbandsliga hast du so massive Unterschiede zwischen, ja, was habe ich denn für einen Kader? Sind das jetzt viele Studenten oder sind das welche, ach, die trainieren, die sind schon ein bisschen abgehalftert, in Anführungsstrichen. Die trainieren vielleicht nur noch einmal die Woche.
weil sie das einfach rausnehmen dann am Ende des Tages, fehlt dann aber die Fitness. Und ich glaube, da gibt es schon enorme Unterschiede einfach in dieser Liga. Hm. Oder ist es schon so halb professionell, so wie es in Bad Soden mit allem, was drumherum ist und ja, was ja auch die Ziele sind, das ist dann schon Hessenliga-like, definitiv. So. Ja. Nicht Hessenliga-like ist das, was die SG Alterfeld Leimbach zuletzt gebracht hat, aber ich glaube, das kann man auch realistisch einschätzen. Es gab jetzt zumindest die dritte relativ deutliche Niederlage in Folge in Flieden. Mit dem 5:0 dürfte die Bochoner jetzt auch für die nächste Verbandsliga-Saison planen dürfen, oder? Ja, beide Mannschaften, aber das war sowieso klar. Ja. Ich würde gerne mal, weiß nicht, Alterfeld 1 gegen 2 aktuell sehen, so. Vielleicht wäre das Duell auf Augenhöhe. Duell auf Augenhöhe, vielleicht wäre das ein gutes Duell, weil das ist ja sehr, sehr vermischt mittlerweile zwischen den beiden Mannschaften. Ja, und Flieden war echt gut, hat mir richtig gefallen, weil sie so viel Mentalität, aber auch einen Plan hatten, also einfach einen Plan hatten und ja, völlig, völlig verdient auch in der Höhe gewonnen haben. Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Ich konnte, ging so ein bisschen, haben auf dem Schiri rumgehackt, die Adlerfelder, aber ja, schuldig waren nur sie selbst. Und also gerade die zweite gelbe Karte, als es gelb-rot gab, die war so klar. Also die muss ich geben. Also in Ringermanier nimmt er den und reißt ihn wirklich runter, den Schaub. Hi. Wirklich. Und der Schaub läuft auf der Seite durch. Also das, eine klarere gelbe Karte gibt es gar nicht. Der Schiri hat sogar kurz gezögert, ob er sie gibt. Und ich glaube, die Fliedner hätten, weiß ich nicht, da stand 2-0, 41. Also die hätten ihn auseinandernehmen dürfen, wenn er sie nicht nimmt, also nicht gibt. Also natürlich nicht auseinandernehmen im Sinne, ich weiß, wie ich meine. Ja. So. Ich habe ihn, den Hendrik, gestern in Steinbach gesehen, habe ihn kurz mit Rotsünder begrüßt, er hat es einfach akzeptiert. Also. Ja, nein, also es ist ja wirklich, also es war so eine klare gelb-rote und so eine klare gelbe Karte, da darf man dann auch nicht immer bei den anderen irgendwie die Dinge suchen. Und dann gab es ja dann noch gelb für Yannick Hilber, der saß auf der Bank, und gelb für Bulle Roth, und dann haben sich alle beschwert, und dann soll es noch beim 3-0 Abseits gewesen sein. Es waren halt 2 Meter kein Abseits. Weißt du, da ist dann so, ja, brauchen wir dann auch nicht. Aber ich weiß auch, die Adlerfelder waren noch sehr, sehr lange im Sportlerheim in Flieden, was ja auch nicht mehr unbedingt üblich ist in der Verbandsliga. Und da sieht man, dass es halt beides auch einfach vernünftige, charakterstarke Mannschaften sind, die in die Welt passen. So. Es war ja jetzt sowieso für dich so eine kleine SG Alterfeld-Leimbach-Woche. Ja, es ging am Mittwoch schon los mit der Sportgerichtsverhandlung in Michelsrombach, wo darüber entschieden wurde, ja, wie mit dem Spielabbruch zwischen Wölfen und Alterfeld-Leimbach 2 in der A-Liga Hünfeld-Hersfeld verfahren wird. Am Ende die Entscheidung auf ein Wiederholungsspiel. Du hast gesagt, es ist genau das Richtige. Unbedingt. Gewinner war der Sport an dem Tag. Und das ist ja manchmal viel mehr wert. Das heißt ja oft, es gibt vor dem Sportgericht nur Verlierer. Diesmal war es irgendwie anders. Also man hatte das Gefühl, der Schiedsrichter war nicht der Verlierer. Dem auch immer wieder Mut zugesprochen wurde. Hey, Junge, mach weiter. Hör jetzt auch, ja nicht auf, du bist ein Talent. Und auch hier der Appell, mach einfach weiter. Gleichzeitig war natürlich eine Fälle der größte Gewinner, weil nicht bestraft worden. Plus das Wiederholungsspiel. Und da geht es ja wirklich noch um was für beide Teams, für Wolf und Alterfeld. Und natürlich, Wolf waren eigentlich auf dem Platt natürlich die Verlierer, aber im Endeffekt haben sie einfach super Größe bewiesen und haben sich nachher sofort hingestellt und haben gesagt, okay, Rechtsmittelverzicht, weil wenn sie Widerspruch eingelegt hätten und das wäre vom Verband gelandet, und da weiß man nie, wie der entscheidet, und der hätte gut und gerne für Wolf entscheiden können, dann kriegt vielleicht Alterfeld noch einen Punktabzug wegen verursachtem Spielabbruch, und das sieht auf einmal die Liga ganz anders aus. Und in dem Fall war wirklich der Sport der Gewinner, und das ist ja einfach schön, das auch mal da wahrzunehmen, und vor allem, dass sich dann auch alle so eins sind, und Riesenrespekt an Marius Kogel, der als Sportrichter dort eine so gute Verhandlung geführt hat, von Anfang bis Ende. Da muss ich echt sagen, dass er auch viel Anteil daran hatte, dass es so ist. Und natürlich, dass bei uns in Hünfeld, Tobi, gibt es mir natürlich recht, als mit wohnhafter Mackenzeller, da ist halt die Welt noch in Ordnung. Das ist wirklich so, da ist die Welt in Ordnung. Und Wolf und Alterfeld, da kracht schon richtig, aber am Ende
gucken sich in die Augen und trinken das Bier zusammen. Und der Tobi Nopphut, der Vereinsvertreter war, ist dann zwei Tage später natürlich auch oben in Wippershain am Sportplatz und steht aber in Eiderfeldern, wo natürlich auch viele Kumpels sind, der wohnt in Eiderfeld. Das ist eine andere Welt und das ist schön. Ja. Ja. Und weil es so gut war, haben wir Marius Kogel nominiert zur Talkgranate der Woche. Könnt ihr auch Instagram abstimmen. Ja, ganz besonderer Fall. Eiderfeld hat den Schwung auf jeden Fall mitgenommen. Am Freitag dann nochmal das Topspiel in Wippershain mit 6-0 gewonnen. Also eine richtige Hausnummer gewesen. Dadurch so ein bisschen der Titelkampf spannender gemacht. Meisterschaftsentscheidung vertagt. Und wir haben euch mal gefragt, als Frage der Woche in der Community, uns umgehört, wer denn der früheste Meister in dieser Saison wird, weil wir kennen es aus dem Vorjahr. Ich glaube, Petersberg war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon Meister. Mit Bad Soden 2 in der Kreisoberliga Süd habe ich auch noch im April die Meisterschaft gefeiert. Jetzt warten wir noch so ein bisschen auf die erste Entscheidung. Ja, wer will es denn als allererstes? Und die Community hatte da so ein paar Vorschläge. Hof Biber war ganz gut im Kurs, auch Aulatal in der Gruppenliga und dann auch noch in der B-Liga Danü Galban. Ich glaube, gefühlt aufgestiegen sind sie sowieso schon, weil es da zwei Direktaufsteiger gibt. Eldersek Weißbach-Schwarzbach 2 wurde auch genannt, die ja in der B-Liga Rhön das Tableau anführen. Und Giesel in der B-Liga Fulda könnte es auch bald erwischen. Also, ja. Giesel habe ich nachgeguckt, erst möglicher Termin 12.05. Liegt da ein bisschen am Spielplan. Ja, Eichenzell hat noch so viele Nachholspiele, auch verrückt. Nee, es ist tatsächlich nicht so. Also Bochonia ist die Mannschaft, die wehtun kann. Und die haben dann erstmal spielfrei, also auf jeden Fall. Vorm 12.05. kann Giesel nicht Meister werden. Ja. Also die werden es nicht, sage ich. Stattdessen, wer wird's? Danü. Dann bleibt mir schon die Stimme. Ich leg mich fest. Leverkusen. Ja, gut, dann können wir das Thema auch nochmal abgehakt an dieser Stelle. Die sind ja immer noch deutscher Meister, glaube ich, ne? Ja. Ja, sind mal gespannt. Also wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder richtig viel, viel mehr Fußball haben, weil es war schon ein bisschen ungewohnt gestern, dann da zu sitzen und nicht zu wissen, wo man hin möchte. Das wird diese Woche ganz anders sein. Am Mittwoch geht schon in der Verbandsliga weiter. Der mögliche Hessen-Pokal-Gegner, der SG Borgstadt, wird auch am Mittwoch gesucht. Am Wochenende sowieso Programm pur. Können wir uns wieder auf einiges freuen. Vielen Dank für diese Woche und du hast noch einen Punkt, bevor ich es vergesse. Ich habe gestern tatsächlich ein bisschen Instagram rumgescrollt und habe beim DJK Müstal, und das müsst ihr euch angucken, wirklich, DJK Müstal hat ein Bewerbungsvideo für unsere Strauß Ball Kids Aktion angefertigt, ein Reel, um vielleicht während der EM als Ball Kids Crew zu agieren. Ein sensationelles Reel, geht so 2 Minuten und also wirklich, da steckt richtig viel Mühe, Arbeit drin. Das Interessante ist, ich habe auch mit dem Andi Capelle kurz gesprochen, der ist der Trainer. Der hat gesagt, das war auch fürs Teambuilding, dieser Prozess des Storyboard-Schreiben, des Drehs, richtig, richtig gut. Und ich glaube, die haben wahrscheinlich mit dem Reel auch ganz gute Chancen. Ich glaube, innerhalb einer Nacht 12.000 Views schon auf das Reel gehabt. Richtig, richtig gut. Und ihr könnt euch aber trotzdem natürlich auch noch bewerben. Die heiße Phase läuft. 30.04. muss das ganze Ding abgegeben sein oder 1.05. sogar. Strauß.work/Vereine. Klickt euch durch. 5 Vereine werden gewinnen aus dem Kreis Lauterbach-Hünfeld, Fulda, Schlüchtern, Hanau und Gelnhausen. Also macht euch ran, dreht ein Video, reicht es ein und es kann sich rentieren. Absolut. 25 Leute zur EM aus einem Verein. Geil. Von denen wird jeder einmal mehr wahrscheinlich vor Ort sein als ich. Das ist so. Ja. Gut, hätten wir das auch noch auf die Agenda gebracht. Jetzt lassen wir euch aber wirklich in Ruhe und nächste Woche dann wieder mit viel, viel mehr Fußball.